Sie können doch nicht vor versammelter Mannschaft einen Beschluss der Geschäftsleitung torpedieren. Ja, aber da würde ich jetzt an Ihrer Stelle mal nicht künstlich so einen riesen Glühwein heiß machen, hier, Herr Becker. Ne? Dass zwischen mir und dem Hans-Jürgen, dem Wehmeier, die Chemie ganz gut stimmt. Und ich sag mal nicht nur die Chemie, sondern auch die Physik. Ja? Dass Sie da eher so ein bisschen mehr müßlich reagieren, das verstehe ich ja. Sie graben sich aber da gerade eine Grube, aus der Sie nicht mehr herauskommen. Ja, im Falle das von, verspreche ich Ihnen. Im Falle von der Frau Decker hatten am Ende ja eher Sie die Schippe in der Hand. Ne?